Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge Metro Slide. Und wir sind... Ja, komm, das geht auf den Sack. So, also wir sind hier unten. Wir haben jetzt hier eigentlich schon alles grob abgesucht. Wir waren schon hier überall, also ich bin relativ zuversichtlich, dass hier das Tagebuch nicht ist. Muss ich hier lang schleichen? Ja, okay. Habe ich es noch gesehen und ich bin mitgesprungen auf meinem Stuhl. Hab das gesehen? Weil ich habe gerade noch beim Durchrennen hier das Ding gesehen. Schön. Ja, gleich noch was Ordentliches am Anfang der Folge, dann passt das doch. So, okay. Wie sieht es jetzt erstmal waffentechnisch aus? Alles durchgeladen? Jawohl. Wir bleiben auch erstmal auf der kleinen Knifte. Denn kann ja gut sein, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen sneaky vor. Warte mal. Was haben wir denn hier? Ja, ja, sehr gut. Da kriegt die kleine Knifte noch mal ein bisschen Money. Ach, hier hätte man dann noch ein bisschen anders aufräumen können, ne? Gut. Und das Spiel stürzt wieder ab. Sehr schön. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Nein, Quatsch. Bisher hat das Spiel uns jetzt wieder erlaubt, alles einzusammeln. Wir haben noch ein, zwei Sachen mehr gefunden, als wir beim letzten Mal gefunden hatten, aber war bloß ein kleines bisschen Money, das ist alles okay. Und jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt gucken wir mal. Erstens mal, was das Spiel mit uns macht. Und ob wir jetzt hier einigermaßen unerkannt durchkommen. Oder nicht. Oh. Ich glaube, wir brauchen jetzt Gasmaske. Schießen die auf uns oder haben die andere Dinge gerade? Ich glaube, die haben andere Sachen. Ach, war nur deine Fantasie. Natürlich, natürlich. Gut gemacht, alle zusammen. Die nächste Aufgabe ist der zweite Sektor mit der Station. Los! Jawohl! Ich ziehe mich noch mal ein bisschen zurück. Ich hätte vielleicht doch eher hochgehen und runtersnipen sollen. Drei Schüsse in den Kopf, ja. Den Helm runter zu ballern. Wir erleiden Verluste. Vorsicht! Das ist so ein bisschen der Plan von Munition. Ah, Mist. Genau jetzt musste ich natürlich den Filter wechseln. Okay. Mit gedrückter Maustaste kam wir jetzt. Wir erleiden Verluste! Vorsicht! Ah!
Sie sind hier! Na, wer ist denn sie? Oh. Also ich bin hier. Und ich muss jetzt langsam ein bisschen aggressiver vorgehen, weil, ne, so allzu viel Atemluft haben wir jetzt nur noch oder nicht. Was zum Teufel abmacht? Hey, du Kapitalist! Wer ist dich? Da kommst du von Revolution, ja nicht! Ich bin doch kein Kapitalist. Steckst du dich? Oh. Schon wieder? Das hatten wir doch zuletzt erst. Oder wirklich zuletzt aus. Komm her. Komm her, komm. Ich hab's doch gerade verraten, wo ich bin. Der da wird mich noch ein paar Mal verrückt machen. Ja, Filtertasche. Wir machen die Musik hier mal wieder aus.
Okay, so läuft man normalerweise nicht eine Leiter hoch, aber okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Tagebuch. Okay, wir gehen mal kurz nach unten. Okay, gut. Ja. So, was ist auf die Zeit? Oh, 10 Minuten. Ja, gut. Okay, 12 Minuten. Sehr gut. Hast du mich schon gesehen? Ah, wahrscheinlich. Richtig, aber auch. Okay. Das klingt jetzt erstmal so, als wenn wir uns nicht mehr, ne, verstecken müssen. Wir haben aber auch immer noch nicht. Die Gruppe, die den Außenposten des Ordens ausgelöscht und Anna entführt hatte, übernimmt jetzt die Octabliskaya. Eine friedliche und neutrale Station. Das ist eine Kriegserklärung an den Orden und die einflussreiche Hanse, die an die Octabliskaya grenzt. Lesnitzkis Team, auch wenn es ziemlich stark ist, wird nicht reichen, um einen Krieg gegen die Hanse anzuzetteln. Ich verstehe das nicht. Worauf hofft Korbut? Was denkt sich dieser Teufel? Vielleicht, dass er mit uns und dem Schwarzen, den er ja gefangen genommen hat, ja, dass er uns fangen kann, dass er uns dann manipulieren kann, im schlimmsten Fall halt dazu zwingt, dass wir dann mit dem Schwarzen kommunizieren, dass er seine Freunde alle auf die Hanse zettelt. Und dann, auf geht's. Ich denke immer noch, die wollen genau das. Die wollen uns dafür missbrauchen und halt eben die Schwarzen. Und dann sollen wir den Krieg für sie führen. Bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass das der Gedanke daran ist.
Muss ich hier durch? Bin ich jetzt hier gefangen? Ist das euer Ernst? Na gut. Okay, so schon mal nicht. Dann halt irgendwie so. Ja. Und da schon wieder die Details, ne? Dass hier das Waschbecken dann schon die ganze Beschichtung komplett am Fackeln ist. Oder am Platzen ist durch das ganze Feuer. Ah, Mist. Jetzt bin ich hier, ne? Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Hätte ich eventuell wissen sollen. Ne, da kommen wir auch nicht hoch. Okay, gut. Experiment war erfolgreich. Was habt ihr mit Anna gemacht? Ich hab doch mindestens zweimal getroffen eigentlich. Jetzt jagt er sich auch noch selber in die Luft. Ey. Die Verluste häufen sich! Euer Blut auf meinem Visier lasse ich drauf. Kannst ja mal versuchen, dass ich dafür bezahle, aber... Hey! Hey! Hau doch nicht ab, Mann! Ich dachte, du hast mich unter Beschuss. Oh, oder? Spiel, mach nicht wieder so ein Mist. Ich beende mal schnell die Aufnahme. Das... beim nächsten Mal dann nicht so viel verloren geht. Vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio.